Hallo, jetzt kommen die Bad-Team. Na 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 Nerdstar! Heute geht's um gezeichnete Helden und so sprechen wir mit Comiczeichner Andy Rensen über allerhand tolle Dinge. Weiter geht's mit den besten und schlechtesten Superheldenspielen. Welches ist euer Favorit? Wir sind mindestens so gut ausgerüstet wie Batman. Wir haben das technische Meisterstück namens Cinemizer OLED im Test. Zuerst gibt's aber ordentlich auf die Mütze. Wir kloppen uns in Injustice mit DC-Helden. So, liebe Nerdster-Zuschauer und natürlich die geschätzten Nerdster-Zuschauerinnen. Der Batman hat schon gerade eingeleitet, heute wird es um Superhelden gehen. Nämlich der Matthias und der Connor, die beiden aus der Games-Redaktion, haben sich Injustice geholt und das mal so richtig unter die Lupe genommen. Bevor wir aber damit euch quasi beglücken, haben wir noch etwas anderes, womit wir euch beglücken wollen. Nämlich dieses schwere Etwas, dieses geile Pokerset. Das gibt es zu gewinnen, haben wir nämlich schon in der letzten TV-Show nämlich gesagt, in 2 Wochen wird nämlich die Verlosung enden. Ihr müsst nichts weiteres machen, als uns euer perfektes, geiles, sexy, erotisches, durchgeknalltes Pokerface zu schicken. Nämlich die besten 5 werden wir in der nächsten TV-Show also in 2 Wochen vorstellen und diese 5 haben die Chance, dieses geile Teil zu gewinnen. Tja, die Muskelkraft von Matthias hat es dann wieder zur Seite gestellt. Genau. Ich bin auch ein Superheld. Und wir wollen gar nicht so lange quatschen, wir wollen nämlich ein bisschen zocken. Ja, zocken und wir spielen, wie gesagt, Injustice. Auf geht's. Genau, und wir starten jetzt einfach mal im Story-Modus. Versucht das Ganze jetzt auch ohne zu spoilern, versuchen wir das euch zu zeigen. Ja, hau rein. Wo ist denn jetzt hier? Das Ding ist nämlich, das ist nämlich vom Genre ein Beat'n'up. Ist ja relativ bekannt. Man spielt gegeneinander, man smasht die Button ohne Ende, man muss drücken, möglichst viel auf einmal. Ja. Was du nicht kannst. Ja, was ich natürlich überhaupt gar nicht kann. Aber dieses Spiel ist ein bisschen noch mehr drumherum aufgebaut. Es hat nämlich sogar eine wirkliche Story. Und in dieser Story geht es worum? Dass man 2 DC-Universen hat. In den einen ist der Superman böse und der Batman aus der Welt, wo der Superman böse ist, holt sich die anderen DC-Helden aus dem anderen Universum, um Superman zu stoppen, weil Superman kann man ja nicht stoppen, am besten halt mit Superman. Oder? Und mit Kryptonit. Genau, und das ist halt der Fokus im Spiel. Wie ist Superman böse geworden? Das ist dadurch passiert, dass der Joker ihn in die Falle gestellt hat und Superman dadurch halt Lois Lane verloren hat. Oh. Und er halt depressiv dadurch wurde und halt die ganze Welt unterjochen will und außerdem hat er gemerkt, dass seine Powerlocke voll out ist und dann kam eins zum anderen. Ja. Und dann kann man halt schon mal ein Schurke werden. Ja, der Superman ist ja auch gerne Schurke, denke ich mal, weil er so viele Kräfte hat, dass er einfach nicht kaputt geht. Da kann er sich entscheiden, ob er gut oder böse sein möchte. Du hast jetzt gerade mit dem Flitzebogen geschossen. Was genau, das war einer der Minispiele im Story-Modus. Man hat dann immer diese Minispiele vor so einem Bosskampf. Die den Bossgegner dann auch wirklich schwächen. Ach, die haben direkt einen Einfluss dann. Genau. Man hat dann, und jetzt habe ich es ein bisschen verkackt, kann man ja sagen. Ist das aber auch nicht weiter schlimm, wenn man sich halt ein bisschen. Dafür muss es jetzt rausreißen. Genau, dafür muss ich das jetzt das Ganze rausreißen. Ah, gekonnt. Man hat jetzt die erste Runde geschafft, das ist halt auch ein bisschen das Besondere hier an dem ganzen Gameplay. Dass man halt nicht die Rundenzahl hat, sondern wenn der Gegner, einer der beiden, keine Energie mehr hat, also ich oder der Gegner, ist die erste Runde quasi vorbei. Also nicht mit Zeit. Also man hat nicht wirklich die Runden. Das ist halt ein bisschen, man hat versucht hier Innovation reinzubringen, dass es halt nicht immer dasselbe ist. Ist auch an sich nicht wirklich schlecht, ja, aber auch nichts Besonderes. Du sprichst Innovation an, ich meine, natürlich hat es alles schon gegeben, das ist ganz klar. Auch so diese Story-Elemente in einem Beat'em'up frischt das Ganze zwar so ein bisschen auf, aber das ist nämlich auch gar nicht so neu, denn das ist nämlich auch bei Mortal Kombat gewesen. Und warum das so ist, ist auch gar nicht so kompliziert. Ja, Mortal Kombat ist halt. Der Entwickler von Mortal Kombat, Ed Boon, hat sich da wirklich angenommen, das DC-Universum mit ein paar DC-Schreibern nachzuempfinden und halt in dieses Spiel reinzubringen. Da hat man dann diverse Charaktere, 24 sind es genau, Batman, Superman halt und Green Lantern, wenn wir gerade sehen. Das, was da abseits des normalen Mortal Kombat ist, es gibt halt eine weitaus präzisere Steuerung, das heißt, so diesen Lag, den man vorher bei Mortal Kombat hatte, hat man hier nicht. Aber gucken wir uns das doch noch weiter an. Wir sehen gerade eine ganz schön
aufwendige Zwischensequenz für ein Beat'em Up, möchte ich mal behaupten. Das ist natürlich auch, du hast es da schon eben gesagt, dass diese Zwischensequenzen relativ oft und natürlich auch ziemlich stark sind. Genau, also man hat da wirklich, die Grafik ist natürlich gut, die ist auch bei Mortal Kombat schon von den Machern, man ist das halt gewöhnt, die super Grafik, die ist dann hier super umgesetzt worden, die Charaktere sehen halt individuell aus und wurden auch leicht verändert halt, die sehen halt nicht aus wie der typische Batman, die haben halt hier modernere Klamotten an, ein bisschen technischer, das ist halt ein bisschen Richtung Zukunft gegangen, halt wie es halt jetzt aussehen würde. Wie sieht's aus mit Skins, die man freispielen kann? Genau, das sind dann sogenannte DLCs, die kann man sich dann kaufen. Es sind mittlerweile schon welche draußen. Und jeder Charakter hat circa 3 verschiedene Outfits. Es spielt dann, die Alternativuniversen haben dann auch andere Outfits und die kann man dadurch dann kriegen. Die kann man nicht freispielen, die muss man kaufen. Nee, die muss man kaufen, genau. Der einzige, den man freispielen kann, ist einer von Boo Superman. Boo on you, sir! Ja. Und das Besondere auch hier ist, bei dem Gameplay, bei dem Spiel ist, man kann die Umgebung mitnutzen. Man hat jetzt schon ein, zwei Mal gesehen, dass ich hier mit der Umgebung gekämpft, also wie jetzt hier, dass ich halt hinter den Gegner. Der steht da nur rum, denkt sich so, Oh, ja. Die Zeit ist schon vorbei. Das heißt, wir spielen jetzt noch ein bisschen weiter in den Single-Modus, aber ihr könnt was viel anderes, tolleres machen vielleicht. Ihr werdet jetzt nämlich das Interview sehen, welches wir mit Andy Rensen geführt haben. Das ist nämlich ein echter Comiczeichner und er möchte uns sagen, was er von dem ganzen Trend der Comic-Held in Videospielen, in Filmen und in Serien hält. Viel Spaß damit. Hallo liebe Nerdstar-Zuschauer, ich bin Sascha und heute habe ich den Andi zu Gast. Hallo Andi. Hi. Andi, erzähl doch mal unseren Zuschauern ein bisschen was über dich. Mein Name ist Andi Rensen-Agion, ich studiere Illustration in Münster. Kinderbuch, Comic und habe jetzt über einen Texaner, den ich bei Facebook kennengelernt habe, meinen ersten Comic rausgebracht. Der ist aber eine kleine Sache. Wird nur auf Conventions verkauft in Amerika und ja. Comics sind ja jetzt mittlerweile Fan-Up der drei Sachen, wo wir sowieso schon drüber gesprochen haben, jetzt überall angekommen und polarisieren ja auf eine ganz schön starke Art und Weise, beispielsweise auch in der Mode. Woran glaubst du, liegt das etwas, was vorher so verpönt war als nerdig und als Kram, den man in der Öffentlichkeit halt nicht macht? Wieso glaubst du, dass die Leute mittlerweile viel offener dazu stehen, es sozusagen schon irgendwo feiern und es einfach sich drum reißen? Ich glaube, das liegt in erster Linie auch an den Filmen. Also die sind ja überall im Gespräch und alles. Und wenn die Leute dann bei H&M mal sehen, ich meine, die kaufen sich ja auch Motorhead-Shirts und wissen überhaupt nicht, wer die Band ist. Und wenn es dann im Regal liegt und gut aussieht. Hast du vielleicht eine Comicbook-Reihe, die du unseren Zuschauern empfehlen würdest, wo jeder mal vielleicht einen Blick reingeworfen haben sollte? Ja, ich habe hier so ein paar mitgebracht. X-Cop ist zum Beispiel super, das ist Malachi Nicole und Ethan Nicole. Malachi ist 5 Jahre alt, als die ersten paar Comics gemacht wurden. Und Ethan Nicole ist sein etwa 30-jähriger Halbbruder. Und Malachi hat mit 5 Jahren halt die Geschichten geschrieben. Und die sind total abgefahren. X-Cop ist halt ein Polizist mit einer Axt und sucht einen Sidekick. Und dann kommt ein Typ in sein Büro rein und sagt, also er hat eine Flöte in der Hand und sagt, ich bin Flutkopf. Und dann sagt er, okay, unterschreib hier, du bist angestellt. Und dann gehen sie los und wollen irgendwas bekämpfen und bekämpfen Dinosaurier. Und Flutkopf kriegt auf einmal Dinosaurierblut ab und wird zu Dinosaur Soldier, so ein Typ mit Tyrannosaurus Rexkopf und Maschinengewehren. Findest du, dass die Filme den Comics in irgendeiner Art und Weise nachstehen oder ob da manche Sachen einfach nicht klar werden? Ich finde, Comics sind so die perfekte Symbiose aus Buch und Film, weil im Film wird alles gezeigt, im Buch kannst du lesen, was genau passiert und Comics sind halt so Panel für Panel, wird halt was gezeigt, aber das, was dazwischen passiert, das muss man halt selber im Kopf zusammenfügen. Es ist ja immer ein großer Hype vor solchen Veröffentlichungen. Wenn man mal guckt vor The Dark Knight Rises und auch vor The Amazing Spider-Man jetzt als neueste Beispiele, natürlich mit diesem Hype wird eine gewisse Erwartungshaltung geschürt und findest du es als Liebhaber von Comicreihen einfach auch falsch, wenn man dann der Anspruch zu hoch angesetzt wird, weil die Hype-Maschinerie einfach zu krass gelaufen ist? So, es gibt natürlich dann auch Fälle wie Daredevil mit Ben Affleck oder auch Green Lantern, die natürlich dann absolut in die Hose gegangen sind und den Originalen einfach nicht hinterherkommen. Ich finde, das ist generell bei Filmen irgendwie so, dass viel gehypt wird, obwohl der Film eigentlich schlecht ist. Zum Beispiel letztes Jahr, wo Battleship rauskam, war ja der Trailer, war schon alles boom boom und im Nachhinein war es trotzdem nur Schiffe versenken, verfilmt mit Aliens und die
Ich sag mal so, die leersten Dosen machen mal den meisten Krach. Du als Experte, glaubst du, also findest du einen Grund, warum es Marvel einfacher hat, also ihre Comics zu verfilmen als DC? Würde ich gar nicht mal so behaupten, weil wenn man so zeitlich zurückguckt, dann hat DC mehr kultige Sachen rausgebracht als Marvel. Also Marvel ist ja jetzt seit 10, 12 Jahren erst so richtig im Geschäft mit den Filmen, aber zum Beispiel die alte Batman-Serie da mit Adam West oder die Superman-Filme mit Christopher Reeve oder die Tim Burton-Batman-Filme. Zu der Zeit hatte Marvel eigentlich nur diese billigen Spider-Man-Filme und den Hulk-Film mit Lou Ferrigno draußen. Und ja, und jetzt ist halt Marvel mal dran, aber ich denke mal, DC haben ja auch vor, jetzt wieder einen Batman-Reboot zu machen und einen neuen Batman mit neuem Schauspieler, neuer Regisseur und alles. Und dann diesen Avengers-Stil da nachzumachen und wollen ja jetzt Justice League rausbringen. Und ich denke mal, DC wird auch noch ein bisschen mehr kommen. Schlussendlich noch vielleicht irgendwelche Wünsche, die du für die Comicbranche, Comicbücher und allgemein alles, was mit Comics zu tun hast, noch hast am Ende? Nur, dass noch mehr super Bücher rauskommen, die ich mir kaufen und lesen kann. Alles klar, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses Interview heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich verabschiede mich auch bei den Zuschauern. Und du vielleicht noch irgendwelche letzten Worte? Hallo Mama. Wir sind raus. Ich vermisse dich so sehr, Spidey. Warum bist du nicht dabei? Ja. Hier, halt du mal die Dose fest. Ich halte die Dose fest. Und ich gebe dem Matthias jetzt richtig, richtig auf die Mütze, kriegt er jetzt. Ja, klar. Wir sind jetzt im Multiplayer von Injustice. Nur so, damit ihr Bescheid wisst, was da bloß ist. Die Double-Crew wird auf 5 Minuten gestellt. Ist gestellt. Ist gestellt und jetzt spiele ich mit Bean. Los. Ich habe den Auswahlbildschirm und wie wollte ich den jetzt nehmen? Ich wollte das zeigen mit den Skins. Ich wollte, man hat hier verschiedene Skins, habe ich schon, die DLCs habe ich bereits, aber man sieht nicht, wie die Dinger aussehen. Das ist total doof. Man muss sich durch alle durchklicken. Nimm mal Flashpoint. Ja, wollte ich jetzt auch nehmen, damit wir was anderes sehen. Oh, machen wir eine richtig geile, irgendwie so mit mehreren Ebenen. Okay. Die haben alle doch mehrere Ebenen, oder? Nee, nicht alle. Also beispielsweise Atlantis hat jetzt zum Beispiel keine. Man kann auch direkt suchen, welchen Startbereich man nehmen will. Wir fangen jetzt einfach hier Strikers Islands an. Strikers Island! Ist wahrscheinlich für die DC-Fans sofort bekannt, für uns nicht. Oder für mich, nicht. Marvel. Ding! Mach die Lade Kuh. Hast du einmal ganz aufgezogen? Ich muss erst mal zeigen, wie das hier geht, ne? Ja, erst mal da, noch nicht eingearbeitet. Oh. Ja. Einmal im. Oh, ich hab die. Ja, du hast die. Ja, genau. Ich hab dir schon aufs Maul gegeben. Oh, ich geb dir aufs Maul! Das ist aber auch. Groß. Ah. Und gegen Aquaman. Das ist ziemlich. Aquaman. Oder heißt der Aquaman? Der heißt Aquaman. Warte, ich muss erst mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Eine Sekunde, warte mal. Ja, lass ihn mal ein bisschen. Ich hab mich benetzt. Also, okay, ja. Da trete ich. Kann er nicht springen? Doch, wenn du nach oben drückst. Ah. Du spielst auch mit Analogstick. Man spielt keine mit Analogstick. Okay. Ja, genau. Das ist so. Aua. Unpräzise wie ja. Zur Hölle. Das sollte man nicht tun. Aquaman macht Bane fertig. Das eigentlich kann überhaupt gar nicht sein. Das ist voll unrealistisch. Der blödeste DC-Held überhaupt. Wer ist er hier? Ja, das ist billig Nachmache von Iron Man. Ja, genau, das ist Iron Man's Bruder. Genau. Byron Man, das war's mit Byron Man. Und da steht auch noch einer, macht sich gerade die Haare. Das ist Spider-Mans Bruder. Genau. Der Box gegen Wände, oder was macht der da? Der schießt irgendwo hin. Anscheinend ist da gerade ein Tob, gerade die Schlacht, wahrscheinlich so eine Szene aus dem Singleplayer. Könnte ich, Bane. Ja, das passt dann alles. Das kaputt. Jetzt kommt die nächste Runde, oder wie? Genau, jetzt ist schon die nächste Runde angeläutet. Wenn du mich jetzt platt machst, hast du quasi das 1-1 geschafft. Das heißt drei Runden, oder wie? Ja, könnten, außer ich schaff's dich jetzt. Du sagst schneller. Das ist gar nicht so. Jetzt und jetzt habe ich meine ultimative. Oh Gott. Auch nicht getroffen, weil er nicht. Hast du Glück? Ich glaube, mit Bane wäre das Ganze. Was habe ich jetzt? Bane war einfach zu schnell. Bane ist einfach zu dick. Ja. Guck mal, da hinten ist das Monster aus Doom. Ja, wahrscheinlich. Nein, das ist der von Dragon Ball. Es gibt diesen Geheimcharakter. Das kennt ihr nicht. Du hast mich gar nicht getroffen. Ja, Aquaman gewinnt. Aquaman hat gewonnen, das ging sehr schnell. Das kann überhaupt gar nicht sein. Ja, doch. Das Spiel ist definitiv unrealistisch. Ja, ich war Aquaman für die Leute, die es nicht gesehen haben. Genau. 53 Siege hast du schon gemacht mit deinem. Ja, Charakter, weil das oder? Zählt auch in der Story-Modus zählt mit. Neuen Kämpfer wählen. Ja, wir machen nochmal eine Runde mit einem. Eine. Wir haben noch genug aber, Zeit. Aber Marcin, wie fandest du denn die Steuerung? Als Neuling. Ja, genau. Ich nehme jetzt mal was Schnelleres. Die Catwoman, die ist ziemlich vollbusig in diesem Teil. Aber die Steuerung, ja, also ich habe die als. Ja, ich weiß nicht. Also ich wusste nicht richtig, was ich tue. Ja, das ist beim Beat'em'up, glaube ich, normal, dass man das. Mehr oder weniger oft nicht weiß. Jetzt haben wir beide eine Map und jetzt fehlt er. Ah ja, okay. Ach, Arkham Asylum, das ist doch ganz geil. Das ist doch schön, das kennst du wenigstens. Also mit der Steuerung, ich weiß nicht. Also, du hast schon wieder mal öfters gespielt. Ja, klar. Testest du doch mal eine Runde. Ja, wollen wir mal. Dann spiel und dann, ich mal.
Mal gucken, ob ich den Matthias da fertig mache. Ich bin zwar kein guter Spieler, aber... Oh Gott, Raven. Ich werde es verkacken. Man sieht anders aus, weil ich die jetzt aus dem Paralleluniversum genommen habe. Und die sehen halt komplett anders aus und heißen auch eigentlich anders. Genau. Dann heißt, im Spiel heißen die noch anders, also die echten Namen. Du hast eben gesagt, in dem Paralleluniversum sind die Guten böse. Sind denn auch die Bösen gut? Nee. Ja, doch, zum Teil. Also man hat da zum Beispiel Harley Quinn, ist ja von Joker diese Gehilfin, die ist da gut. Weil der Joker ja von Superman umgebracht wurde und dementsprechend will die halt Drachen Superman nehmen. Und Batman unterstützt sie da. Also man hört dieses ganze Geklapper hier, das ist standardtypisch immer dieses Button-Mashing. Also ich stelle mir das gar nicht so uncool vor von der Story allein. Nee, wenn man mal so den Superman als den prüden, guten Vorzeigesuperhelden irgendwie hat, den nimmt und den in ein Universum packt, wo er einfach der Oberböse ist. Das ist aber auch fies, weil Superman ist etwas unbesiegbar. Und wie soll man das dann wieder ins Gute bringen? So. Man sieht das aber auch ganz klar in der Story, dass Superman da einfach die Überhand hat und keiner ihn besiegen kann. Also nicht Batman mit seinem super Equipment kann das nicht. Und ja, ich könnte jetzt so viel spoilern, aber das tue ich nicht. Das ist halt. Das lasse ich, da können die Leute das Spiel selber kaufen und das mal versuchen. Ey, ich schieb aber auch jetzt auf den. Bam! So. Du hast ihn platt gemacht, aber ganz schön. Gemacht. Das lag natürlich nur an Catwoman. Ja, die ist schön schnell, hast du gut ausgewählt, danke. Ja. Ich war Catwoman. Guck mal, ein Diamant hat sie auch noch. So, hier kriegst du das Ding wieder in der Hand, so, damit, falls wir noch ein bisschen Zeit haben. Damit man auch einen Verlierer sieht, ne? Ja, gerne. Ja, wir beeilen uns und gucken mal, ob wir noch die dritte Runde anbrechen können. Ja. Ich glaube nicht. Nein! Oh. Wie konnte das passieren? Bane! Gut! So viel zu Injustice. Einmal ganz schnell noch dein Fazit zu dem Spiel. Ja. An sich wirklich ein tolles Beat'em'up. Bietet wenig Neuerungen, aber ist wirklich ein tolles Spiel. Für DC-Fans ein Muss. Und für alle anderen, die Beat'em'ups mögen, auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Genau. Gut. Tja. Ja. Ich würde sagen, wir möchten jetzt darüber reden, was ist denn wirklich der coolste Superheld und welche Superheld-Videospiele gibt es eigentlich? Comics werden ja immer mehr in Trend geraten, die ja gerade durch diesen Mode-Nerd, der so oft diskutiert wird. Wir haben jetzt mal eine kleine Zusammenstellung gemacht. Welche Superhelden-Videospiele gibt es eigentlich und welche davon finden wir gut? Viel Spaß damit. Superheldenspiele sind für Freunde von Comics etwas ganz besonders Tolles. Wir haben uns ein paar Highlights und Gurken der Spielgeschichte angeschaut, in denen Superhelden die Hauptrolle spielen. Das Gute kommt zuerst, denn wir wollen euch ja nicht gleich am Anfang schocken. Marvel vs. Capcom 3. In diesem sehr comiclastigen Prügler werden die Marvel-Helden sehr gut vertreten. Alle Charaktere sind cool animiert und spiegeln ihre eigene Art und Weise wider, mit Gegnern umzugehen. Vieles geht zu Bruch, Laserstrahlen schießen über den Bildschirm, was will man mehr? Super gemacht, Capcom, weiter so! Batman Begins. Ja, auch ein Spiel zu einem Film kann gut sein. Batman Begins gibt die Geschehnisse des Films sehr gut wieder und war wohl auch die Inspiration für Arkham City und Arkham Asylum. Auch wenn das Spiel etwas hölzern wirkt, da es für die vorhergehende Konsolengeneration entwickelt wurde, solltet ihr es euch doch einmal anschauen, wenn ihr auf den dunklen Ritter steht. X-Men Origins Wolverine. Ein weiteres Spiel zu einem Film, das es geschafft hat, gut zu sein? Geht denn das? Grafisch und spielerisch war Wolverine damals ganz weit oben angesiedelt. Was das Spiel wirklich gut konnte, war es, Hintergrundinformationen über Wolverine zu erzählen und coole Sprüche rauszuhauen. Ein God of War-Klon, der sich sehen lassen kann. Wer Spaß am Mann mit den eisernen Krallen hat, kann ohne Bedenken zugreifen, denn Spielspaß ist garantiert. Die nächsten Spiele sind so grottenschlecht, dass es richtig schwerfällt, sie zu zeigen. Aber wir wollen euch auch die Gurken unter den Superheldenspielen nicht vorenthalten. Batman Forever. Auch wenn das Spiel auf den ersten Blick passabel aussieht, setzt es viele Dinge einfach grauenhaft um. Die Steuerung benutzt alle Tasten des SNES-Controllers, was für die wenigen Attacken wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Das Spiel sieht aus und fühlt sich an wie ein Mortal Kombat mit Batman als Hauptcharakter. Da ihr immer dasselbe tut und wirklich keine Abwechslung habt, solltet ihr das Spiel einfach nur in die Tonne treten. Es ist besser so. Iron Man. Auch wenn die Trailer damals gut aussahen, überzeugt Iron Man letzten Endes doch nicht. Schlechte Grafik, schlechte Steuerung, das volle Programm an schlechtem Game Design, Iron Man hat es. Lasst einfach die Finger davon und schaut euch einen der Nachfolger an. Superman 64. Wer hat noch nicht von diesem, nennen wir es, Meisterwerk gehört?
Das schlechteste Spiel aller Zeiten, so kann man es wirklich betiteln. Alles, was ihr hier tut, ist unter Zeitdruck durch Kreise fliegen, danach durch weitere Kreise fliegen und durch noch mehr Kreise fliegen. Was soll man mehr dazu sagen? Superman 64, worst game ever. Wir fühlen mit den armen Zockern, die sich dieses Spiel damals gekauft haben. Nun gut, wir haben ausführlich über Batman gesprochen, aber wie sieht eigentlich sein Alltag aus? Ist das Bio? Bitteschön. Ich hätte gern ein Pfund mit. Ja gut. Dann wissen Sie was, machen Sie zwei raus. Ja gut, machen wir auch. Aber den Ausweis bitte. Ich bin Batman. Was ist passiert? Meine Tasche! Meine Tasche! Was? Gewinnt die Mega-Wham-Tasche! Schreibt uns an gewinnspiel@nerdstar.de, welcher Nerdstar-Redakteur unter der Maske steckt. Kleiner Tipp, schaut euch ältere TV-Shows an. Mein Lieblings-Superhelden-Spiel kennt ihr ja bereits. Ich hab's ja auch schon mal getestet, das war Batman Arkham City. Aber das bleibt auch so. Was ist denn dein Lieblings-Superhelden-Spiel? Neben Batman Arkham City, was ja wirklich du mir ans Herz gelegt hast und was ich auch ziemlich stark fand, habe ich ja The Amazing Spider-Man ziemlich gerne gespielt. Auch wenn es nicht unbedingt der stärkste Titel war, so vom Videospielmacherischen her, war es trotzdem irgendwie ein Spiel, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Wo ich lange, lange dran gesessen habe, nicht weil das Spiel so lang ging, sondern weil ich es da mehrmals gespielt habe. So war das. Meins war aber auch ein Batman-Spiel, war allerdings nicht Arkham City und auch nicht Arkham Asylum, es war Batman. Die Regie singt. Der Animated Series mit Robin, diese auf dem Super Nintendo, der Teil, der war echt super klasse, der hat echt Spaß gemacht. Den haben wir noch eigentlich hier laufen, guck mal. Wir haben noch alles vorbereitet. Mensch, ja, läuft jetzt. Da ist das Ding. Genau das Spiel ist es nämlich. Hat eine Menge Spaß gemacht, hat mir viele Zeit und Nerven meiner Kindheit geraubt, glaube ich. Nerven und hat einfach mega viel Spaß gemacht. Gerade diese alten NES-Spiele, die sind ja bekannt dafür, dass die einen nicht nur sehr viel Zeit kosten, sondern auch die Seele quasi aus einem rausreißen. Aber sie gewaltsam. Waren alle gut. Sie waren alle gut. Ja, aber wisst ihr was? Es ist irgendwie... Ich finde es ein bisschen hell hier drin. Ja. Es blendet. Du sagst was, ne? Ja. So, bin ich schon drauf? Jo, bist drauf. Alles klar, gut. So, ich habe für euch heute die Cinemizer OLED von Carl Zeiss. Diese Brille ist wirklich besonders, weil sie ist klein, leicht und passt auf jeden Kopf. Aber zuerst zeige ich euch einmal, was alles dabei ist. Zum Beispiel hier ein USB-Kabel zum Laden dieser schönen Box. Das ist nämlich ein Akku und dieser muss natürlich auch geladen werden. Dann haben wir hier das Eye Shield, das ist dafür da, ich mache es mal einfach auf den Kopf. Das ist dafür da, dass man hier so wie bei Scheuklappen einfach nichts rechts und links von seinem Sichtfeld mehr sieht. Das heißt, wenn man das hier auf die Brille drauf macht, ist man einfach komplett in einer anderen Welt, da man ja einen Film oder ein Spiel spielt und man ist damit komplett abgeschottet. So, dann gibt es natürlich noch Kopfhörerchen. Die kommen hier in die beiden Bügel rein. Die werden dann da reingeklipst. Aber ich mache die nicht dran, weil die gleich stören werden. Andererseits gibt es hier auch noch ein Kabel für die analogen Signale von älteren Konsolen zum Beispiel oder Videorekordern. Die können dann auch in die Brille gespeist werden. Wieder über dieses zentrale Element hier, diesen Kasten. Natürlich gibt es auch HDMI. HDMI haben wir hier schon mal angeschlossen. Da gibt es einen Adapter dazu von Mini-HDMI auf normales HDMI. Zum Thema Auflösung. Die Brille unterstützt 720p und 1080p, hat aber nur intern eine Auflösung von 870x500. Man braucht sich aber keine Sorgen machen, dass man kein HD-Erlebnis hat.
Wenn man durchguckt, merkt man wirklich, dass alles glasklar, scharf ist, dass man keine Probleme hat. Man kann Filme ohne irgendwelche Schlieren sehen. 720p und 1080p werden sozusagen so dargestellt, wie man es auf dem Fernseher hat. Okay, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie groß das Ganze ist, dann würde ich sagen, es ist eher ein 40-Zoll-Fernseher in 2 Meter Entfernung. Wenn ihr in so einem schwarzen Raum sitzen würdet, dann hättet ihr genau dasselbe Erlebnis, wenn ihr einen 40-Zoll-Fernseher vor euch stellt, so 2 Meter entfernt. Okay, dann gehe ich jetzt mal ins Spiel rein, weil wir haben noch was ganz Tolles, ganz neu für die Brille. Sieht man hier an der Seite, das ist am Bügel dieser dicke Klotz, das ist nämlich ein Head-Tracker. Head-Tracker ist dafür da, dass man die Kopfbewegung im Spiel oder in einer weiteren Anwendung aufnehmen kann und halt sozusagen die Maus steuern kann mit dem Head-Tracker. Ich mache das mal kurz. So, ich bin jetzt in Arma 3 und gucke durch die Brille. So, Kopf hoch, Kopf runter, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Alles funktioniert super, ist aber für Spielen von Ego-Shootern nicht wirklich geeignet. Weil, wie soll man denn vernünftig zielen, wenn man ein bisschen mit dem Kopf wackelt? Außerdem, was nicht geeignet ist bei der Brille, man kann wirklich Texte sehr schlecht lesen, aber dafür ist auch gar nicht gemacht. Sie ist eher gemacht, um Filme zu gucken. Und zwar am besten 3D-Filme oder 3D-Spiele. Hier haben wir zum Beispiel als Beispiel, was sehr gut kommt, der Hobbit in 3D oder bei Spielen Tomb Raider das neue oder The Witcher 2, was schon ein bisschen älter ist, aber es läuft trotzdem sehr schön in 3D. Die 3D-Modi kann man einstellen mit diesem schönen Rädchen hier. Da kann man dann einmal drauf, dann ist man im Menü und dann kann man hier nach oben, nach unten und kommt auch wieder raus. Wenn man ein 2D-Bild hat von YouTube zum Beispiel, was man natürlich auch in 3D einstellen kann, bei YouTube gibt es ja die Möglichkeit, 3D-YouTube-Videos zu gucken, dann sollte man die Brille erstmal auf 2D stellen, also im Treiber nicht auf 3D. Und dann hier dieses Einstellrad ganz lange reindrücken. Dann hat man nämlich eine blaue LED und das heißt, die Brille ist auf 3D umgeschaltet. So, dann kann man das natürlich wieder reindrücken und es wird wieder grün. Alles klar. Des Weiteren muss ich sagen, ich habe noch das Ding auf weitaus mehr auseinandergenommen als jetzt, aber das Weitere seht ihr dann im Artikel, den ich auf nerdstar.de schreibe. Schaut es euch an. Ich mache hier mal ein bisschen weiter. So, wo sind denn die Gegner hier? So, dann kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Ausgabe Nerdstar TV. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir wollen euch nochmal ganz kurz an die aktuellen Gewinnspiele erinnern. Ist ein bisschen verwirrend. Deswegen sagen wir nochmal kurz, schickt uns euer Pokerface an gewinnspiel@nerdstar.de. Gewinnt dieses geile Pokerset Deluxe 5000. Genau. Ja. Ist ziemlich geil. Genau. In nächster Ausgabe in 2 Wochen gibt es die Auflösung, wer das von euch mit nach Hause wer das von euch nach Hause geschickt kriegt. Außerdem gewinnt diese Tasche mit Quäm drauf, wenn ihr wisst, wer ist der gut gebaute, gut aussehende, sexy Redakteur, der unter der Maske steckt. Wer ist der Dark Knight, wer ist der Rächer? Diese Tasche könnt ihr dann gewinnen. Finde ich auch ziemlich cool. Ist verdammt geil. Weißt du, wer da drunter steckt? Ich weiß es, glaube ich, nicht. Ich weiß es auch nicht. Ein Mysterium. Klar. Egal. Ja, jetzt haben wir die ganze Sendung über Superhelden gequasselt. Jetzt könnt ihr auch aktiv werden und zwar in den Kommentaren. Schreibt rein, wer ist euer Lieblings-Superheld? Habt ihr einen oder vielleicht habt ihr auch gar keinen? Schreibt es auch rein, wenn ihr gar keinen habt, wenn euch das Ganze gar nicht interessiert. Uns interessiert, was eure Meinung ist. Vor allen Dingen, ich bin ja auch Superheld, von daher vielleicht bin ich ja euer Lieblings-Superheld. Das gibt extra Punkte. Ja, klar. Wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und das war's von Nerdstar, your Gaming Channel.